Sie den, aber die Frau, die das singt, die kennen Sie wahrscheinlich nicht. Wir aber, denn sie ist Mainzerin und sie ist sowas wie ein musikalisches Allround-Talent. Wenn Elke Dietenbecks Stimmbänder vibrieren, ist sie ganz in ihrem Element. Miranda, können wir noch mal einsteigen bei B-Teil oder Anfang Solo? CD-Aufnahmen mit der Band Ladies Night. Eine von 8 Bands, in denen Elke Dietenbeck singt. Musikalische Grenzen kennt sie dabei fast keine. Ich mache schon ziemlich vieles und habe auch schon sehr vieles ausprobiert. Ich habe auch mit allem was dazugelernt, auch wenn ich es eigentlich im Nachhinein oder schon im Vorfeld fürchterlich fand. Aber ja, wo würde ich aufhören? Schwer zu sagen. Vielleicht bei Schlager. Die gebürtige Koblenzerin liebt und lebt die Vielfalt. Auch Werbeleute haben ihre Stimme entdeckt. Singen auch als Dienstleistung. Auf diese Steine können Sie bauen, Schwäbisch Hall. Ich habe zwischendrin auch Jobs angenommen, wenn es mal irgendwie nicht so gut ging. Also habe dann halt die Kasse dadurch aufgefüllt, dass ich in einem vegetarischen Restaurant Kaffee und Kuchen verkauft habe. Oder ja, man muss sich dann halt kümmern. Man muss seine Nase überall reinstecken und gucken, wo man weiterkommt. Man muss sich also anbieten gehen, was nicht immer so viel Spaß macht. Spaß hat Elke Dietenbeck immer dann, wenn sie selber anpacken kann. Einen Manager hat sie nicht. Konzerte, Proben, Studio, alles macht die 43-Jährige in Eigenregie. Rund 100 Auftritte im Jahr. Finanzielle Sicherheit gibt es eigentlich nicht. Also ich habe erstens daran gewöhnt, mich darauf einzulassen, dass es keine Sicherheit gibt. Da muss man schon ein bisschen Mut zu haben. Zweitens habe ich ein bisschen Geld zurückgelegt. Also man muss immer schon gucken, dass man ein bisschen was spart für die Not, falls mal nichts kommt oder falls man krank ist. Also dass man auf irgendwas zurückgreifen kann natürlich. Und ja, ansonsten, man darf keine Angst davor haben, denn dann kommt garantiert kein Anruf. Mama mia, here I go again. 700 Titel singt sie, von ABBA bis zu Ray Charles. Eigentlich wollte sie Opernsängerin werden. Stattdessen studierte sie Musik auf Lehramt, bis sie ihre erste Band kennenlernte. Und das Examen war vergessen. Als Vorgruppe von Gianna Nini hat Elke Dietenbeck schon gespielt und mit Toto auf der Bühne gestanden. Ein Star möchte sie selber allerdings nicht sein. Es war vielleicht in der Jugendzeit mal ein Traum von mir, ein kleiner, aber nie wirklich. Also wenn es soweit war, dass ich hätte irgend sowas machen können in die Richtung, habe ich immer im entscheidenden Moment gesagt, nee, das will ich doch nicht so richtig. Ich will lieber meine Sachen machen, die mir Spaß machen. Und ja, mein Handwerk ausüben. Eine Facette fehlt aber noch in ihrem Musikerleben. Sie möchte eine Jodelschule gründen. Das Jodeln ist eine Kunstform, die es schon seit vielen Jahrhunderten in vielen verschiedenen Ländern gibt. Und die sollte gepflegt werden. Das ist eine schöne Tradition. Doch bis sich Elke Dietenbeck mit ihrem Dirndl in die Alpen absetzt, dauert es noch ein bisschen. Und bis dahin lässt sie sich in kein Korsett zwängen. Bei meinem Rundgang über die Landesgarten.